Er könnte derjenige sein, der dieses Monster stilllegt. Höchste Zeit. Denn das Atomkraftwerk Isar 1 bei München gehört zu den 4 gefährdetsten Nuklearanlagen Deutschlands. Thomas Maxhofer wohnt nur 15 Kilometer entfernt davon und wagt es. Gerade hat er offiziell Antrag auf Widerruf der Betriebsgenehmigung des Kraftwerks gestellt. Dieser Reaktor stellt eine konkrete Bedrohung dar für mich, für meine Kinder, meine Familie und für alle Bürger im Landkreis Landshut und weit darüber hinaus. Ein terroristischer Anschlag oder ein Unfall stellen eine konkrete Gefahr dar. Deswegen fordern wir die sofortige Stilllegung von Isar 1. Der Familienvater betreibt ein Geschäft für Biomöbel in München und lebt mit seiner Frau und 3 Kindern etwas außerhalb in einem Dorf bei Landshut. Gemeinsam mit anderen Anwohnern will er endlich etwas tun gegen die Gefahr in seiner Nachbarschaft. Lange war das nicht möglich. Privatpersonen hatten keine Klagebefugnis gegen Atomkraftwerke. Das ist jetzt anders. Es gab im Frühjahr 2008 ein Grundsatzurteil des Verwaltungsgerichtshofs in Leipzig und erst seit diesem Zeitpunkt ist es auch Anwohnern von Atomkraftwerken möglich, dagegen zu klagen. Deshalb gehen wir jetzt diesen Weg. Denn Anwohner von Atomkraftwerken sind massiv gefährdet. Nach Einschätzungen des BKA besteht eine reale Gefahr von Terroranschlägen auf Nuklearanlagen in Deutschland. Darin steht, dass ein Anschlag auf kerntechnische Einrichtungen in Deutschland als mögliche Option islamistischer Terroristen angesehen und in Betracht gezogen werden muss. Diese Unterlagen sollten unter Verschluss bleiben. Doch Greenpeace und Atomcampaigner Heinz Smital liegen diese Dokumente jetzt vor. Genau wie weitere Untersuchungen, wie sich ein Flugzeugabsturz auf ein AKW auswirken würde. Ein anderes interessantes und brisantes Papier haben wir bekommen. Da geht es um ein Expertengutachten. Was würde denn passieren, wenn ein Flugzeug in ein Atomkraftwerk fällt? Und die Auswirkungen sind absolut katastrophal. Das Kraftwerk würde dem nicht standhalten. Es gibt auch eigentlich keine baulichen Maßnahmen, die hier Abhilfe schaffen könnten. Und weil die Ergebnisse so brisant sind, hat man sich entschlossen, es geheim zu halten und sogar auch den Landtag darüber nicht zu informieren. Diese Erkenntnisse bieten Klägern gegen Atomkraftwerke ein ganz neues Fundament. Außerdem sind die Folgen eines Flugzeugabsturzes auf ein AKW weitaus schlimmer als bisher angenommen. Das belegen neueste wissenschaftliche Ausbreitungsrechnungen von Greenpeace. Es ging um die Fragestellung, ob die Kläger die Schwelle zur Evakuierung erreichen, 100 Millisievert in 7 Tagen. Und die Berechnungen haben uns selber überrascht und entsetzt. Es wird dieser Wert nicht nur erreicht, er wird weit überschritten. Die Kläger bekommen tödliche Dosis ab und das auch nicht erst in 7 Tagen, sondern schon nach wenigen Stunden, sodass praktisch keiner eine Chance hat, hier zu entrinnen. Im Fall von Isar 1 besonders schlimm? Es gehört zu den 7 ältesten Kraftwerken Deutschlands. Und die sind mit relativ dünnen Stahlbetonwänden am wenigsten gegen Angriffe geschützt. Die Gefahr, die von Isar 1 ausgeht, ist real. Deshalb gehe ich an die Öffentlichkeit und kämpfe für die Stilllegung von Isar 1. Es muss jetzt abgeschaltet werden. Der Weg ist bereitet. Jeder Anwohner eines Atomkraftwerks kann jetzt klagen. Sogar wenn er 100 Kilometer entfernt lebt. Und die Chancen auf Erfolg stehen gut, denn die Faktenlage ist erdrückend.